Und ich spreche fast immer mit mir selbst, wenn ich alleine bin. Ja, das tue ich. Ja, das tust du, Jonas. Du bist der Beste. Ich weiß, ich liebe dich. Okay, das reicht jetzt. Okay, es war gar nicht. Cool, Mann. Auf jeden Fall, hi Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Das hier ist ein 100 Facts About Me. Und weil ich nicht viel Zeit habe, werde ich jetzt direkt anfangen. Los geht's. Fakt 1, ich heiße Jonas mit Vornamen. Und Fakt 2, ich heiße Ems mit Nachnamen. Ich habe insgesamt 4 Geschwister und einer davon ist ein Hund. Jedes Jahr, desto älter ich werde, werden meine Haare ein ganz klein bisschen dunkler. Ich hasse Unordnung über alles und hatte auch als Kind immer ein ziemlich aufgeräumtes Kinderzimmer. Ich schwöre auf alles, ich bin einer der unfotogensten Menschen dieser Geschichte. Ohne Scheiß jetzt. Ich hatte einfach seit der 6. Klasse keine einzige Fehlstunde mehr auf meinem Zeugnis. Also bis zum Abi, bis zur 12. Klasse. Fakt Nummer 8, mein Lieblingsfach war immer Informatik. Ich liebe dieses Wasser, was in Kokosnüssen drin ist. Ich bin mega der Android- und Windows-Fanatiker, aber ich habe auch nichts gegen Apple, also ich bin kein Apple-Hater. Ich hasse es, über alles Trends zu folgen. Und ich liebe Yeezys. Moment, okay, das passt jetzt irgendwie nicht zusammen, oder? Ich bin 1,88 groß. Ich putze mir mehrmals am Tag die Zähne, weil ich immer das Gefühl habe, die fangen an zu kleben. Das ist irgendwie so eine Kopfsache, so ein Problem in meinem Kopf. Ja. Ich trage nachts immer Schlafsocken zum Einschlafen, weil ich so kalte Füße habe. Ich habe voll viele Narben an meinem Körper, über 10 Stück auf jeden Fall mittlerweile. Tja. Ich habe bereits, das wissen viele nicht, einen 2-jährigen Sohn. Die Tasten W, A, S, D sind meine Lieblingstasten am Computer. Und ich habe panische Angst vor fast allen Insekten und Spinnen, also richtig Angst. Und Fakt Nummer 20, der vorvorletzte Fakt war gelogen. Fakt Nummer 21, mir schmeckt fast alles zu essen. Und der nächste Fakt, ich kann nicht durchmachen, also nachts durchmachen, ich werde immer viel zu müde. Ich liebe Pizza. Ich werde so oft nachts wach und trinke dann irgendwie gefühlt 10 Liter Wasser einfach und tagsüber fast gar nichts. Ich liebe es, am Klavier zu sitzen und einfach zu spielen, obwohl ich einfach keine Noten lesen kann oder sonst irgendwas. Ich bin zwar voll der Hundetyp, aber ich mag Katzen auch mega. Mein erstes Video habe ich auf YouTube hochgeladen, da war ich 13 Jahre alt. Und ich habe ein ziemlich gutes Immunsystem. Definitiv nein. Ich diskutiere manchmal mit Leuten, ohne dass ich wirklich der Meinung bin, was ich gerade in der Diskussion vertrete, sondern einfach nur, weil es Spaß macht, mit den Leuten zu diskutieren. Kennt ihr das? Und ich esse Nutella ohne Butter. Meine Lieblingsserie ist und bleibt Lost. Und mein erstes Handy hatte ich damals mit 14, aber das war so ein fettes Nokia-Teil. Ich höre gerne EDM, also elektronische Musik und dabei vor allem House. Ich liebe vor allem italienisches, griechisches und asiatisches Essen. Und ich habe in meiner linken Hosentasche fast immer Kopfhörer. Kleiner Check, mal gucken, ob das stimmt. Okay, das ist jetzt echt verkackt. Die liegen da vorne, scheiße. Heutzutage liebe ich es einfach Aufzug zu fahren, aber damals hatte ich irgendwie panische Angst davor. Ich bin Fan des Fußballclubs FC Valencia, aber die kacken momentan mega ab. Irgendwie voll schade, aber ja, ich bin Fan. Mein Lieblings-YouTuber ist Gronkh. Und ich freue mich immer ziemlich doll auf meine Zukunft. Irgendwie bin ich so ein Fan von meiner Zukunft. Keine Ahnung warum. Und Fakt Nummer 40, momentan trinke ich nur Wasser und sonst gar nichts. Der nächste Fakt, ich habe über 6 Jahre in einem Tischtennisverein gespielt. Ich liebe Horrorfilme über alles. Mein großer Traum ist es, einmal nachts in einem Ikea eingesperrt zu sein. Aber nein, ich drehe kein 24 Stunden eingesperrt in einem Ikea-Video. Dafür bin ich doch ein bisschen zu ängstlich. Ich hasse es, abgrundtief morgens von einem Wecker geweckt zu werden, deswegen muss ich regelmäßig meinen Weckerton ändern, weil ich sonst ausraste. Ich habe einen Führerschein und das schon seit ich 17 bin. Ich hatte noch nie einen Spitznamen, aber ich würde gerne Johnny genannt werden. Johnny wäre schon ziemlich cool. Ich bin unfassbar gut darin, irgendwelche Sachen zu verlegen und sie nicht wiederzufinden. Ich mag es, mich mit Menschen zu unterhalten und ich spreche fast immer mit mir selbst, wenn ich alleine bin. Ja, das tue ich. Ja, das tust du, Jonas. Du bist der Beste. Ich weiß, ich liebe dich. Okay, das reicht jetzt. Wenn ich mit mir selbst spreche, dann nenne ich mich aus irgendeinem Grund tatsächlich immer Johnny. Keine Ahnung warum. Ich habe im Dunkeln Angst. Ich habe früher immer nachts meine Zimmertür verschlossen, weil ich Angst vor Monstern hatte. Also ernsthaft Angst vor Monstern. Und hätte ich heute einen Zimmerschlüssel für mein Schlafzimmer, würde ich wahrscheinlich immer noch tun, aber in der Wohnung gibt es dafür keinen Zimmerschlüssel, deswegen ja. Ich wollte früher immer Autor werden und habe Geschichten geschrieben. Heute will ich Regisseur werden. Ich rauche nicht und ich habe auch noch nie geraucht. Ich benutze mal verschiedene Lebensphasen, verschiedene Deos und Parfüms, um mich dann später, wenn ich diese Parfüms sprühe oder das Deo, um mich dann an diese Lebensphasen zurückzuerinnern. Das funktioniert sehr gut durch den Geruch. Ich war für 4 Monate in Australien. Meine ersten Haustiere waren Kaninchen. Ich bin ein Langschläfer. Ich habe insgesamt 3 Hoden. Ich wollte eigentlich nur kontrollieren, ob du noch wach bist. Also bleib mal gefälligst wach. Mein Hassfach in der Schule war tatsächlich Erdkunde. Als Kind hatte ich mega Angst vor Werwölfen. Aber ich wollte auch immer selbst einer sein. Das, ja. Und ich hatte unfassbar Angst vor der Werwolf-Szene bei Harry Potter im 3. Teil. Heute drehe ich mein erstes 100-Fakten-Video auf YouTube. Und ich mag weiße Schuhe. Meine Haare fangen an zu locken, wenn sie zu lang werden. Mir wird immer mega schlecht, wenn ich zu lange schaukle oder wenn ich zu lange auf Achterbahn bin. Meine Lieblingsfarbe ist grün und blau. Also sind eigentlich 2 Lieblingsfarben. Ich liebe diese Cornflakes, diese Nougat-Bites.
Schweiz. Ich liebe den Amazon Prime Bestellservice. Mein Hund heißt Dali wegen seinem Pinselschwanz, der eben aussieht wie ein Pinsel wegen dem Maler Salvador Dali. Und ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken, da war ich 18 Jahre alt. Und ich liebe jede Jahreszeit irgendwie für sich selbst. Jede Jahreszeit hat was ganz Besonderes. Ich hasse es zu lügen, aber kann das eigentlich ziemlich gut. Und ich kann irgendwie nur unfassbar schwer Nein sagen. Ich liebe es, über alles bekocht zu werden. Ich liebe über alles Tierdokumentation. Irgendwie erinnere ich mich in letzter Zeit voll wenig an meine Träume. Ich kann fast überall einschlafen. Und Fakt 82, ich bin ein sehr regelmäßiger Kinogänger. Ich bin komplett 0% dehnbar. Weiter kann ich nicht in den Spagat gehen. Ich schlafe immer auf dem Bauch. Vom Sternzeichen her bin ich Steinbock. Ich weine tatsächlich manchmal bei Filmen, wenn sie zu emotional und traurig sind. Ich liebe Schokolade. Ich bin weder Pessimist noch Optimist. Ich würde sagen, ich bin insgesamt einfach eher Realist. Manchmal liebe ich es selbst einfach voll melancholisch zu werden. Manchmal sitze ich einfach nur da und denke über Dinge nach. Das Wichtigste in meinem Leben sind Freunde und Familie. Ich hasse es über alles, mich so um Steuern und Versicherungskram zu kümmern. Das fuckt einfach richtig übel ab. Ich bin, ehrlich gesagt, in vielerlei Hinsicht ziemlich egoistisch, was mir irgendwie auch ziemlich leid tut. Ich bin von technischen Innovationen immer unfassbar begeistert und liebe es, wenn irgendwelche neuen Geräte auf den Markt kommen. Ich finde, sorry Welt, aber ich finde alle Babys voll hässlich. Ich kann weder richtigen Skifahren noch Wasserskifahren. Ich bin einfach breit gefächert, untalentiert. Ich liebe Fertiggerichte über alles, die man einfach nur in die Mikrowelle tun muss. Ich liebe dieses Gefühl von einem Freitagnachmittag im Hochsommer. Es ist so geil. Und das beste Gefühl aller Zeiten war einfach dieses Gefühl nach der Schule, am letzten Tag vor den Sommerferien. Oh mein Gott, dieses Gefühl hat man sonst nirgends im Leben, nirgends. Freunde, das waren 100 Fakten über mich, ob ihr es glaubt oder nicht. Könnt ihr gerne nachzählen, das Video nochmal gucken. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne ein paar Fakten von euch unten in die Kommentare. Ich bin furchtbar gespannt darauf und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann und ciao!